Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Wir sitzen heute im PTV 51 in dem Modus Überwältigendes Feuer. Und das werden wir jetzt auch tatsächlich auch ein bisschen weiter ausreizen, denn wir machen jetzt pro Folge immer mindestens 3 Runden mit diesen ganzen Panzern. Ein bisschen querfeldein, ich mit demselben. Und auch, das ist das Wichtigste daran, bis zum Ende September. Das heißt, es gibt jetzt noch irgendwie knappe 10 Folgen. Und ja, dachte, das wäre vielleicht auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Weil der Modus ist tatsächlich ziemlich nice, ehrlich gesagt. Die gefällt mir echt gut. So, Leute, wir haben jetzt genug Feuerkraft hier außen. Das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Oh, die wechseln nach innen. Also in die Mitte hier. Okay. Okay, okay. Bin ich gespannt. Das geilste im Modus ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, die Runden werden halt quasi instant gefunden, ja, ne? Ist halt so. Oh Gott, ich wollte dich nicht rammen, sorry Kumpel. Habe ich ein bisschen geschielt beim Fahren. Weißt du was, der EBR, der ist da vorne schon ganz allein am Stehen. Ich denke mal, wir können relativ sicher zu dem durchfahren, ohne groß Probleme zu bekommen. Weil mein Problem mit der Gatling ist halt ein bisschen, wir müssen halt immer nah ranfahren, egal mit welchen Kanonen. Oh, ja, so. Das war okay, glaube ich, tatsächlich. Oh, das ist eine Badstadt hier oben links. Nice. Wir fahren mal so ein ganz, ganz bisschen nach hinten, so sicherheitshalber. Dass wir quasi den Hügel im Weg haben. So, mein Kumpel. Ich treffe den Boden oder schon weg? Lol, das ging schnell. Okay, es ist spannend, weil die sind da jetzt natürlich komplett durch. Wir fahren jetzt mal links mit unserem Team durch. Dass wir quasi versuchen, die zu umrunden, bevor unsere Teammates rechts alle sterben. Das wäre sonst echt ärgerlich für die. Also, Jungs, packen Gas, bitte. Ich bin immer gespannt, ob die irgendwann auch eine Panzerreihe machen oder nur einen einzelnen Panzer oder so. Mal sehen. Indem sie auch die Gatlings und so nutzen. Ja, stark. Alter, der kann einfach schießen während er fährt. Das sieht so geil aus irgendwie. Ich mag das ja richtig gerne. Also ganz ehrlich, das wäre ja sogar noch realistisch. Es gibt ja einige Fahrzeuge von damals. Egal, ob es halt die Raketenwerfer, hier Stuka und sowas sind. Ob es jetzt irgendwie die Katyusha ist oder... eigentlich scheißegal. Es gibt so viele verschiedene Raketenwerfer. Und das wäre ja sogar tatsächlich eine realistische Sache, die sie machen können bei den Völkern. Sogar bei vielen verschiedenen Völkern. Oder auch die ganzen Gatlings. Ich weiß es nicht... ob es da so viele gab, die in die Richtung von so schnell feuernden Geschützen existiert haben, so. Aber, nice, ich wollte genau die wollte ich treffen, danke. Aber die Frage ist halt, machen die dazu eine Reihe? Vielleicht auch nur einen einzelnen Panzer? Hey, lol, wir sind doch zu viert, oder geht es nur mit 3? Interessant. Oh, es geht nur mit 3, das wusste ich gar nicht. Ja, gesnackt. Lul. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem. Das wird ein Unentschieden. Weil keiner kann innerhalb von 10 Sekunden zur anderen Seite fahren. Ist das doof. Ja, okay, haben sie verdient. Ja, 5 Cap Worth. Ja, sollen wir mit 2 Panzern zurückfahren oder was, während die dazu 8 stehen? Das. Dann passiert uns das gleiche, was mit denen passiert ist. Hätte funktionieren können, bin ich ehrlich, aber ich glaube, dafür wären wir zu langsam gewesen. Also zumindest ich wäre zu langsam gewesen. Naja, gut. Boah, Alter, 5600, weißt du so. Kann man machen. 5700 sogar quasi. Stark. Ich habe irgendwie Bock, weißt du was, wir probieren mal selber das Sturmgeschütz E100 nochmal aus. Das war eigentlich ziemlich geil. Eigentlich sind die alle ziemlich cool, wenn man ganz ehrlich ist.
Vor allem stell dir vor, du hast ein normales Gefecht und hast plötzlich so, keine Ahnung, dieses Geschütz hier drauf. Weißt du, die Gegner schießen einmal, machen 1000 Schaden, du machst dann einfach so ein, keine Ahnung, so eine Gatling Gun, die einfach so 2000 Damage drückt. Boah, stell dir vor, was das in den normalen Matches machen würde. Stell ich mir ziemlich witzig vor, ehrlich gesagt. Wobei, es könnte auch ganz schön katastrophal werden, aber ehrlich gesagt, eigentlich ziemlich cool. Weil die werden es ja auf jeden Fall für irgendwas nutzen zum Testen. Aber die Frage ist, was machen die damit? Okay. Alles klar. Meinst du, ich passe da durch? Ah, wird passend gemacht. Jo, erstmal ein bisschen Ketten reiben hier. Sehr schön. Wir fahren mal hier links lang. Dann können wir mich erstmal ein bisschen hochfahren, bevor wir hier in die Ecke so komisch rangehen. Boah, die Artillerie ist halt so stark in dem Spiel jetzt hier, ne? Also diese eine Art von Artillerie. Aber halt auch irgendwie nicht zu overpowered. Die ist zwar echt stark, aber irgendwie trotzdem fair, finde ich. Ich finde die immer noch perfekt. Das wäre so geil, wenn die sowas mit rausbringen würden. Das muss ja nicht so insane sein wie jetzt gerade, aber es müsste in die Richtung. Weil dann würde mich auch Artillerie ein bisschen mehr Spaß machen, ehrlich gesagt. Wenn man halt auch mal schießen kann, ohne direkt da, keine Ahnung, nur 20% Treffwahrscheinlichkeit zu haben und im Endeffekt eh größtenteils zu verkacken. Und dann halt eine halbe Minute zu warten. Da ist das schon sehr angenehm. Ach, wir fahren durch, okay. Kurz noch mal ein bisschen chillen. Angenehm, danke. Sie kann jeden Moment reißen. Ui, oh, den hat's zerrissen. Alter, diese Gatling-Geräusche, ne? Alter, wieder richtig unter Beschussgerät. Junge, direkt 1200 Damage Schaden. Alles klar. Okay, wo ziehen wir. Boah, der Ding hat gerammt. Lol. Mal kurz warten. So. Dankeschön übrigens für die 1977 Damage. Alter Schwede, das würde ich ja gerne machen. Holy shit. Meine Position unterstützen. Nur, dass du Bescheid weißt, da ist ein Typ hinter dir, der dir 2000 Schaden in den Arsch stecken möchte. Nein, nicht von da. Oh! Hätte ich mir denken können, ehrlich gesagt. Okay, Thunderclap. Einmal noch gucken und ich versuche dich zu töten. Wir haben noch einen Hailstorm hinter uns, weil ich weiß nicht, ob der mir genug Schaden machen kann. Oder überhaupt keine Durchschlagskraft besitzt. Ja, weiß ich nicht, Mann. Dachte ich mir, dass er das macht. Was soll ich machen, ne? Also ich würde sagen, da habe ich definitiv besser getroffen als er. Wenn wir das noch ein paar Mal machen, immer 375 für mich und für dich 1500 oder 400, bin ich zufrieden mit, ehrlich gesagt. Ich dürfte eigentlich jetzt keine Munition verschwenden, weil ich die für den hier brauche. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen gerade. Weil es ja schon reizt, ne? Boah, einfach da oben hinschießen wäre jetzt so schön, ne? Oh, oh, tot.
Die Frage ist, fährt er gerade außen rum mit seinem E100-Geschütz? Weil ich glaube mich tatsächlich schon, dass er gleich hinter mir steht. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal hier lang, weil damit rechnet er nicht. Es sei denn natürlich, wie ihn gespottet, das kann natürlich auch sein. Krass wäre natürlich, wenn er jetzt irgendwie da steht, mir in den Arsch schießt dann. Aber wie du siehst... Na, wer hatte recht? Richtig. Guten Tag, mein Freund. Oh, da hat er die 1000 Schaden bekommen. 2000 fast zurückbekommen. Das ist natürlich ärgerlich, mein Freund. So, also wir haben beides Potenzial, rein schadenstechnisch uns beide gegenseitig zu töten. Bin ich ja ehrlich. Aber die Frage ist... Sie haben uns. Spielverderber. Naja, das weiß ich nicht, du. Das war jetzt ein bisschen gemein. Aber ich würde sagen, wir haben definitiv gegen ihn jetzt hier den Zweikampf sehr gut absolviert. Ich bin zufrieden. 5000 und 5000 haben wir fast. Oder 4700 und 4500 fast. Kann man ja auch sagen, ist ja egal. Passt schon. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Runde gewesen. Na, capturen die oder killen die den? Ich weiß sowieso nicht, warum man sich überhaupt verstecken will so lange. Weil überleben bringt die halt hier gar nichts. Weder für die Statistik, weil es die halt nicht gibt hier dann so, noch für irgendwelche Kreditpunkte oder so, oder fürs Überleben oder fürs Bezahlen. Also, hä? Hier verstecken oder wegfahren macht eigentlich gar keinen Sinn. Hier kannst du nur die frontale, also die, wirklich eigentlich nur die Schlacht suchen, nichts anderes. Da müssen die wissen, da müssen die wissen. So. Hey, Belohnung 100. Anleihen. Alter, der hat 10.000 Damage gedrückt. Holy shit, Junge. Und ich dachte, ich bin mit meinen fast 5.000 schon echt gut dabei gewesen. Und der zieht einfach mal eben so 10.000 raus. Na gut, kann er machen, ne? Ganz entspannt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Hailstorm. Oh, schon 50 Stück am Suchen. Hey, Kadamba. Mannerheim, Linie. Ja, Leute, die Frage ist, wo fahren wir lang? Nein, 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 Dragon. Nein, 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 Robic. Shi. Ki. Das zweite klingt ein bisschen wie Niesen, so. Ki. So ein ganz komisches, aber... Und dann haben wir hier CFG5. Zifk. Tja, ich bin der einzige Hailstorm bei uns im Team. Also schließen wir uns auch den EBRs an. Oh, okay. Dann drehen wir wohl um anscheinend. Ich will jetzt aber nicht die Front bilden. Ich musste nur am Stein vorbeifahren, Kumpel, sorry. Oh, ich dachte gerade schon ganz kurz, die schießt schon. Ah, lol. Okay, zwei EBR-40, die hier durchfahren und ein Hailstorm. Oh, schau. Lol. Oh mein Gott. Okay, erstens. Was ist da gerade passiert? Zweitens. Habe ich leider zu spät bemerkt, dass die EBRs einfach oben geblieben sind, dass die lieber da hinten an der Front kämpfen. Das habe ich jetzt nicht ganz erwartet, muss ich zugeben. Das war für mich unerwartet. Und drittens, Alter, ist der EBR gerade meistens das Nichts geflogen da. Also eigentlich haben wir quasi einen Kill gekriegt, so gesehen. Und das letzte, Alter, wieso ist gerade eine Badshot-Artillerie in mein Gesicht gefahren und hat mir 2000 Schaden gedrückt? Was zum Teufel? Okay, cool. Also, ich weiß nicht, irgendwie war die Runde zwar übel schnell, aber die hat sich vollkommen gelohnt. Da sind so viele komische Dinge passiert. What the fuck? Ja gut, dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.